Aussehen, Ami, kurzes Update. Heute mal etwas chilligeres Goku-Outfit ohne den Kram drüber, weil es einfach super warm gerade bei mir in der Wohnung ist. Und wie sieht's aus? Ich wollte sagen, ich mache jetzt seit einer Woche mein neues Trainingsprogramm und was soll man sagen? Ich finde, es schlägt super an. Also, ich bin jedes Mal so fertig, obwohl ich nur eine halbe Stunde irgendwie am Tag trainiere. Aber ich mache immer noch zwei Übungen. Aber man, also ich merke zum Beispiel schon, dass es unglaublich, also, dass ich besser in Form komme über einen kurzen Zeitraum. Und die Mullemaus auch, was ja ganz gut ist. Wie gesagt, ihr könnt es ja mal abchecken bei workout.mutzu.tv. Ja, falls ihr Fragen habt, gerne ab in die Kommentare. Die WhatsApp-Gruppe von der Saiyan Army schreibt gerade über den neuen Patch 2.6, die ab 3. Ach, vielleicht kurz meine Gedanken dafür. Challenge Swift, ja, nein, ist auf alle Fälle. Auch wenn es jetzt nicht so krass abwechslungsreich ist oder halt nichts anderes als Greater Rifts mit einer voreingestellten Bild, es ist immerhin eine andere Alternative, um Bounties matt zu kriegen. Ganz ehrlich, sobald das gegeben ist, werde ich die Dinger machen. Dazu kommt, dass man da definitiv noch irgendwelche Cosmetics vielleicht kriegen kann. Man weiß es nicht. Und auf alle Fälle ist es eine Abwechslung zu den drei generell, ne? Und wie gesagt, Bounty Mats. Das ist allein schon deswegen ist der Grund. Gerade wenn man solo unterwegs ist, stelle ich mir das als super Alternative vor, wenn man nicht eben so ein Gruppenspieler ist und sagt, ich möchte jetzt einfach mal fix Bounties machen und ich brauche alleine solo auf T13, wenn ich alle Akte mache, vielleicht 20 Minuten oder so. Und das mache ich einfach in 5 bis 8 Minuten zum Beispiel. Jetzt gerade, wie es aktuell auf dem PTR ist. Und von daher ist das einfach mal eine super Solo-Alternative. Ganz ehrlich. Also das ist ein unglaublicher guter Schritt nach vorne in der Hinsicht. Was es ein bisschen schade macht oder der Nachteil wiederum. Wir wissen jetzt noch gar nicht so viel darüber. Deswegen will ich auch gar nicht so viel sagen. Ein Nachteil, den ich sehe, ist, dass der Frustfaktor quasi, wenn man etwas spielen muss, was einem gar nicht liegt. Also soll heißen, momentan gibt es bei PTR nur den DH zu spielen. Und wenn du darauf beschränkt bist, dass du wirklich nur eine einzige Klasse hast, für zum Beispiel jede Woche ist ein Wechsel oder so, dann würde ich da wohl abwarten, weil ich zum Beispiel einfach kein DH-Spieler bin. Und wenn man da null Erfahrung hat und alles und man hat 20.000 und endlich Versuche, aber für mich wäre das persönlich dann nicht so schön, wenn ich es nach den ersten 10 Versuchen vielleicht nicht schaffe. Naja, das sind meine Gedanken dazu. Dann kam heute noch der Crusader Necro, meine ich, Necromancer Patch. Die Skills sehen ganz cool aus. Ich denke sogar, oh, es wird den Zero DPS, wie heißt er, Necromancer, ich will schon wieder Crusader sagen, Crusader geben, was mal ganz eine schöne Abwechslung wäre, dass wir vielleicht mal eine andere Zusammenstellung kriegen können. Wenn jetzt nochmal irgendwie die Möglichkeit besteht, dass der Crusader vielleicht in die 4er Meta kommt. Oh. Aber das wird wohl nie passieren. Dafür ist er einfach nicht ausgelegt. Was gibt's sonst noch? Ich wünsche euch schöne Ostern. Wenn ihr auch mal nach dem Plan von mir trainieren wollt. Also nicht fließt von mir. Ich habe den ja mal irgendwie so selber zusammengesucht und. Egal, jedenfalls, dann schreib's doch einfach mal. Dann könnt ihr gerne mitmachen.
Ja, eine Woche ist es jetzt her, genau. Heute ist eine Woche und ein Tag. Des Weiteren sollte ich noch vielleicht erwähnen, dass mein Hund sich verletzt hat. Er hat einen Muskelfaserriss und ich muss jetzt die Gassi-Runden in einem, ich habe das Grandpa-Walk getauft, dass ich ganz langsam mit ihm gehe und ich kotze ihn übelst an. Der ist voll auf Droge, der merkt ja den Schmerz und dadurch nicht. Und er denkt immer, hier kann ich abgehen. Nicht so cool. Deswegen ist es immer ultra langweilig für ihn, als auch für mich, weil er Spielverbot hat. Wie ihm auch sei. Eine ganz gute Nachricht. Die Mullemaus zieht vielleicht hier in die Nähe, Leute. Vielleicht hier in die Nähe. Das wäre was richtig Cooles. Kann sie immer kochen, wieder gehen. Kochen, wieder gehen. Ja, ich schau mal, was die Gruppe gerade noch geschrieben hat. Das sind so meine Gedanken zum Challenge Swifts und zum Necromancer. Aber das ist jetzt alles eh noch PTR und Änderungen vorbehalten und so. Von daher will man da nicht so viel drauf eingehen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich melde mich nächste Woche wieder mit dem nächsten Statusbericht. Au, sehen, Army.